Hallo, mein Name ist Michael Herzog und ich bin Freifunker. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr euren Router mit der Freifunk-Firmware flasht. In normalem Deutsch heißt das so viel wie: Ich zeige euch, wie ihr das Freifunk-Betriebssystem auf eurem Router installiert. Hier habe ich einen der aktuell beliebtesten Freifunk-Router, das Modell 841N des Herstellers TP-Link. In der Packung ist alles drin, was wir an Hardware brauchen. Natürlich das Gerät selbst, ein Netzteil und ein Netzwerkkabel. Dieses Modell hat fest verbaute Antennen. Bei anderen Modellen liegen die Antennen nochmal extra lose in der Packung. Ob ihr die Antennen jetzt schon ansteckt oder erst später, ist eigentlich egal. Jetzt finden wir erstmal heraus, was für ein Gerät wir denn genau bekommen haben. Dreht den Router um und werft einen Blick auf die Rückseite. Hier ist ein großer Aufkleber mit einer Menge technischer Daten, wie Seriennummern und so. Da steht die Modellnummer. TL-WR841N. Okay, das wussten wir schon. Hier wird es interessant. Version 9. Punkt noch was. Die Zahl vor dem Punkt müsst ihr euch merken. Das ist die Hardware-Version. Zwischen den Hardware-Versionen tauschen die Hersteller gerne mal ein paar Kleinigkeiten in der Kiste aus. Deswegen wird die Firmware bei jeder Änderung der Hardware-Version neu angepasst. Die passende Firmware könnt ihr auf der Internetseite eurer lokalen Community herunterladen. Meine eigene Community ist Freifunk Ruhrgebiet. Deswegen gehe ich dazu auf freifunk-ruhrgebiet.de. Wo war das denn noch? Genau, hier der Link. Jetzt zeigt euer Internetbrowser eine Liste mit mehreren Verzeichnissen. Uns interessiert nur Stable. Nach dem Klick auf Stable seht ihr nochmal zwei Unterverzeichnisse. Factory ist für Router frisch aus der Verpackung, an denen noch keiner herumgespielt hat. SysUpgrade ist für Router, auf die schon mal jemand eine andere Firmware geflasht hat. Das ist vielleicht interessant, wenn ihr euch einen gebrauchten Router von eBay geschossen habt oder euch ein anderer Freifunker ein altes Gerät geschenkt hat. Für ein neues Gerät ist die richtige Option aber immer Factory. Jetzt zeigt uns der Browser eine ganze Liste an Dateien. Welche davon die richtige ist, müsst ihr anhand des Dateinamens erkennen. Gluon steht da überall, das ist einfach der Name der Freifunk-Firmware. FFRG, das ist das Kürzel von Freifunk Ruhrgebiet. Wenn ihr aus einer anderen Community kommt, steht für euch da ein anderes Kürzel. 0.5.3, das ist die Versionsnummer der Firmware, deine ist wahrscheinlich schon höher. Weiter geht's mit dem Hersteller. TP-Link, okay. Nun die Modellnummer. TL-WR841N und ND. Richtig. Und jetzt noch die passende Hardware-Version. Unser Router ist Version 9. Punkt irgendwas, also ist V9 der richtige Link. Alles klar, aber auf die Festplatte damit. So langsam wird es spannend. Mit dem beiliegenden Netzteil schließt ihr den Router erstmal an den Strom an. Das beiliegende Netzwerkkabel kommt in die erste gelbe Buchse des Routers. Die blaue Buchse mit der Kennzeichnung WAN ist erstmal tabu. Der Stecker auf der anderen Seite des Kabels kommt in eurem PC oder Mac. Ist der Netzwerkport dort schon belegt, müsst ihr den natürlich erstmal freimachen. Router einschalten und warten, bis er sich vollständig initialisiert hat. Das kann je nach Tagesform eine ganze Weile dauern. Wenn das Lämpchen für LAN 1 anfängt zu blinken, ist der Router so langsam bereit, mit eurem Computer zu sprechen. Zurück an die Tastatur, alles weitere passiert im Internetbrowser. Der Router hat eine eigene Homepage und die findet ihr in der Regel unter http://192.168.0.1. Benutzername und Passwort stehen auf der Rückseite des Geräts. Für die meisten TP-Link-Modelle lautet der Benutzername Admin und das Passwort auch Admin. Wenn euer Browser die Adresse auch nach 2 oder 3 Versuchen noch nicht aufrufen kann, ist es möglich, dass irgendein Netzwerkgerät oder eine zweite Netzwerkverbindung die Einrichtung stört. Ein typisches Beispiel dafür wäre die WLAN-Verbindung, wenn ihr mit einem Laptop arbeitet. In diesem Fall solltet ihr die Verbindung trennen oder deaktivieren und den Router noch einmal neu starten. Jetzt sollte es klappen. Okay, jetzt sind wir auf der Konfigurationsseite des Routers. Wir nähern uns dem Finale.
Im Menü auf der linken Seite klickt ihr auf den Reiter System Tools. Ein Untermenü klappt sich aus, hier wählt ihr den Link Firmware Upgrade. Wisst ihr noch, in welches Verzeichnis ihr die Freifunk-Firmware heruntergeladen habt? Also die Datei mit dem Namen Gluon irgendwas tralala? Diese Datei müsst ihr hier jetzt angeben. Sieht alles gut aus? Dann klickt ihr jetzt auf Upgrade. Noch eine Sicherheitsabfrage und es geht los. Wie spannend! Während das Freifunk-Betriebssystem installiert, dürft ihr auf keinen Fall den Router vom Strom oder vom Netzwerk trennen. Eine unvollständige Installation kann dazu führen, dass euer Router nur noch als Ziegelstein oder als Briefbeschwerer zu gebrauchen ist. Hätte ich das vorher erwähnen sollen? Ich denke, das war euch klar. Nach dem Flashen startet der Router automatisch neu. Gratulation! Den schwierigen Teil habt ihr schon geschafft. Aus eurem gewöhnlichen, langweiligen WLAN-Router ist ein Freifunk-Router geworden. Nach dem Neustart wartet euer Freifunk-Router darauf, dass ihr ihn konfiguriert. Wie das geht, zeige ich euch im nächsten Video. Bis dahin viel Spaß und danke, dass ihr bei Freifunk mitmacht.